Ich sage ja, nicht einmal da hat man sein Ruf für die Mandaleit. Also das war wirklich eine schöne Fahrt hierher zur alten Mühle. Du Sepp, meinst du, werden wir das fesche Dirndl da vielleicht finden? Ja, Arnolf, die kannst du suchen wie eine Nadel im Heuhaufen. Recht hast, wer weiß wohl, wo sie hingefahren ist. Ich würde sagen, Sepp, wir gehen einmal rein. Ja. Bis eng. Bis gut. Also Sepp, weißt du was, ich habe jetzt wirklich einen Hunger. Ja, ich auch. Darf muss aber wieder hersetzen. Sag, kannst du mir so eine richtige Mottreier Spezialität empfehlen? Ja, ein gselchtes Henkele müssen wir essen. Ein Henkele? Was ist denn los? Ja, Arnulf, dir müssen wir noch alles ausdeutschen. Ja, ist das vielleicht das Henkele? Genau das ist das Henkele. Ein Mottreier hängendes, wenn du so willst. Sein tut es das beste Stickel vom Rind. Das wird gewürzt, gselcht, luftgetrocknet. Und daraus entsteht nachher das Mottreier Henkele. Und jetzt einen guten Appetit. Ma, schaut das gut aus und schmecken tut das Henkele sicher auch sehr gut. Gell, Sepp? Ja, ja. Ja, greift's gleich zu, Mahlzeit. Ma, ich freu mich auch schon auf sein Henkele. Ja, schau einmal. Also, bist du nicht der Rheinläufer, der mir heute auf der Piste fast umgefahren hat? Was tust denn du eigentlich da? Doch, das meine Schwester. Ach so. Hallo Alex, bist du schon ein gar wenig hungrig, hä? Jetzt kriegen wir noch ein kleines Henkele, gell? Das darf ja nicht wahr sein. Wo kommst denn du auf einmal daher? Ja, du ganz einfach, mit dem Auto. Was vom Heubad her, da geh ich oft noch ein Skifahren hin. Aber du schaust dort rein, als ob du ein schickes Gespenst gesehen hast. Also ganz im Gegenteil. Daniela, die müssen wir ja noch stellen. Ja, und die lautet diesmal, wie heißt jenes geselchte Stück Rindfleisch, das eine Spezialität von Matrei in Osttirol ist? Bitte schreiben Sie uns. Na Daniela, und was gibt's zum Gewinnen? Eine Woche für zwei Personen im Hotel Outside bei uns in Mottreih in Osttirol. Ein schöner Preis. Es war einmal ein Wildbretschitz, ein junger, fescher Bub bei der Nacht, der geht mit seinem Gürtel und Hut, schnurgestrackt der Alma zu. Und wie er zu da hinten kommt, bleibt er ein bisschen stehen. Er schaut ein bisschen hin und her, ob niemand draußen wär bei der Nacht. Er schaut ein bisschen hin und her, ob niemand draußen wär. Es ist ja niemand draußen, es ist ja keiner da. Der Wildschütz hängt sein Stutzerl auf, zieht seine Schuhe gleich aus bei der Nacht. Der Wildschütz hängt sein Stutzerl auf, zieht seine Schuhe gleich aus. Der Wildschütz liegt ins Bett hinein, schiert über bei der Wand. Die Sennerin liegt da zu ihm auf sein Kuhn schwarze Hand bei der Nacht. Die Sennerin liegt da zu ihm auf sein kohlschwarze Hund. Sie schlafen halt mit Sommer die ganze liebe Nacht, bis das kleine Waldvögelein den Tag hat angebracht bei der Nacht. Bis das kleine Waldvögelein den Tag hat angebracht. Die Sennerin sagt zum Wildbretschütz, ob er was essen mag. Ob's ihr ein Sipperl kaufen soll, ob er ein Müsli haben bei der Nacht. Ob's ihr ein Sipperl kaufen soll, ob er ein Müsli haben. Du brauchst mir ja nix kaufen, du brauchst mir auch nix geben. Du gehst mit mir in grünen Wald, ich erzähl dir was von Haut bei der Nacht. Du gehst mit mir in grünen Wald, ich erzähl dir was von Haut. So gehen sie halt mit Sommer in dunkelgrünen Wald. Die Vögel haben schon gesungen, der Schildhorn hat schon falls bei der Nacht. Die Vögel haben schon gesungen, der Schildhorn hat schon falls. Der Wildschütz reißt sein Stutzerl her
und lass das Tapfer knallen. Der Schildherr steckt sein Kopf auf die Höhe und ist schon runtergefallen bei der Nacht. Der Schildherr steckt sein Kopf auf die Höhe und ist schon runtergefallen. Der Wildschütz reißt ein Federl aus und steckt's auf sein grünen Hüt. Die Sennerin hat sich heimlich denkt, schau Wildschütz, du schießt gut bei der Nacht. Die Sennerin hat sich heimlich denkt, schau Wildschütz, du schießt gut.